besser. Scheiße. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. William, hörst du mich? Wenn du auf der Fifth Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein. Okay. Das mit dem als Schrott. Okay. Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide.
Okay. Oh, shit. Na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Deine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Thank you.
umgefallen. Wie ein Zombie. Gut. Den hätten wir geschafft. Super. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab aber doch ich... gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Dreckschwein! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Hey! Sie holen jetzt Super Spash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Oh, die hat so einen kranken Humor. Oh, sie erdrücken mich. Oh, das ist Chili. Rezept meines Vaters. Hab aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradayscher Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel? Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben.
Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blaskovich. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specie? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine scheiße Armee. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blaskovich? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beeilung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine! Vom Dach geholt. Springen Sie rein, Blasco. Caroline. Da. Noch ein Engel. Na los, Blasco, springen Sie. Nee, wir müssen schnell gucken, ob es was gibt. Du bist ein kleines Zeter, Abby. Ja, du. Du kleiner Grauer. Du kleiner Grauer. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskovich. Aber die Weißen hier?
Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden Sie tun? Wollen Sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Ha, dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Ich weiß nicht, Mixchen. Hier werden also die Entscheidungen getroffen. Ha! Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Spech! Hey Engländer, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Bitte. Was? Bitte. Wenn man was will, sagt man bitte. Und nennen Sie mich nicht nochmal Engländer. Okay, wollen Sie Ärger oder wollen Sie Hilfe? Ich bin für beides zu haben. Nicht drauf achten. Kann ich nicht kontrollieren. Ich kümmere mich drum. Was gibt's, was? Hier ziehen wir ein. Oh, alles klar, Schwester. Also, hört zu, Brüder und Schwestern. Der empfindliche Engländer zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen und lernt die Bootsleute kennen und hey, provoziert keinen. Aber lasst euch auch nichts gefallen. Großartig. Tut, was die nette Lady sagt und folgt mir. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit dem Angriff. Blaskowitsch, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Können Sie schwimmen? Was zum Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwischen. Oh Gott, oh mein Gott! Ja, Jesus, ja. Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette! Dass ich das noch erleben darf, das ist... Okay. Jo. Ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg. Wie bitte? Nicht verstopfen! Du hältst dich für klug, was? Hey, wir brauchen diesen Atomsprengkopf aus Sektion F. Wie wär's? Holen Sie ihn, okay? Danke. Hiermit. Max Hals. Nein. Wie sieht es mit dem Atomsprengkopf? Jonas Postkamera. Wir brauchen den. Anja sagte, es gäbe ein paar in Sektion F. Na gut. Schauen wir mal, wo ist denn Sektion F?
Gut, das hilft uns so nicht weiter. Da müssen wir nach Schildern laufen. Max Haas. Schachmatt? Max. Schöne Bilder. Max. Sektion nein. F. Max Haas. Nein! Max Haas. Nein! Max Haas. Nein! Max Haas. Nein! Das kann nicht sein! Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Wenn die Ziele nicht zurückschießen, ist es irgendwie nicht das Gleiche. Guten Abend, Captain Blaskowitsch. Hallo, Grace. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Gut. Okay. Ihr Anzug, diese drückende Hitze, das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anya, Ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Karte halten. Karten sind immer gut. Blaskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Oh, wenn's mal noch nichts ist, ne? Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Natürlich.
Okay. Das muss doch auch für irgendwas sein. Was ist das hier? Kann man doch bestimmt auch irgendwas aufladen. Da ruhig. Wenn sie mich noch hören können, dann... Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Thank you.
Okay, das mal aufladen wieder. Sich ist sie schon. Ein echter Blitzmensch. Blitzmensch. Na gut. Donut. Die ist ganz geil, aber... Ja, Saft. Grace, ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich hab ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer.